Micha und Ben sind auch schon auf der Messe unterwegs und wir sind alle momentan so ein bisschen gefrustet, weil es halt mega, mega voll ist. Ich wollte heute Morgen mir einen Vortrag mit Micha angucken im E3 Coliseum und es war so eine mega lange Schlange, dass wir keine Chance hatten. Wir mussten noch extra vorher unsere Rucksäcke abgeben, haben wir alles gemacht. Keine Chance reinzukommen und ja, gerade haben wir versucht, uns auf dem Messegelände zu unseren Terminen durchzuwurschteln und es ist wirklich so krass voll und so anstrengend. Schauen wir mal, dass wir trotzdem das Beste draus machen. Gaming wird halt immer beliebter. Jetzt dieses Jahr durften halt auch super viele Leute einfach so rein, die eben nicht mehr Medienvertreter sind und naja, wir gehen aber jetzt in den Medienbereich. Gefällt es mir doch gleich viel besser. Gucken wir mal, ob wir den Micha finden. Da müsste ja eigentlich auch schon abhängen. Ah, der ist da schon da oben. Okay. So, ich führe euch jetzt einmal hier durch. Hier gibt es verschiedene Anspielstationen und hier finden auch die Termine statt. Kollegen von PlayStation und deswegen dürfen wir uns hier wieder durch die ganze Menge durchquetschen. Es ist echt so mega voll. Schaut euch das an, Leute. Fast da. Oh, hier wird es auch direkt ruhiger. Wir gucken uns jetzt Days Gone an. Leider durfte ich nicht selber spielen. Es war nur eine erweiterte Demo, also quasi die erweiterte Version von dem, was ihr schon auf der PK gesehen habt. Und mir wurden noch weitere Wege gezeigt, wie man spielen kann, was für Möglichkeiten man hat. Es wird wichtig sein, das Motorrad regelmäßig zu reparieren und Benzin zu suchen und eben Teile in der Welt zu suchen. Denn der Hauptcharakter ist eben Biker und wenn er auf dem Motorrad unterwegs ist, ist er sehr viel sicherer und natürlich auch sehr viel schneller unterwegs. Das heißt, ihr werdet lernen, das Bike zu lieben quasi. Und ich hatte mir natürlich erhofft, mehr zu sehen. Dennoch erinnert mich das Ganze sehr stark an Rise of the Tomb Raider, Uncharted, auch Horizon. Man kann eben auch wieder Sachen in der Spielwelt sammeln, man levelt auf und so weiter. Also ein typisches Action-Adventure. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wohin die Reise geht. Ich bin gespannt darauf, Abenteuer mit Duncan zu erleben. Toll, da wollte ich gerade schnell heimlich Neil Druckmann filmen. Oh, Kratos! Easy. Ich habe auch echt ein bisschen Angst vor ihm. Boah, ich weiß noch, einmal auf einer Gamescom, da war auch einer als Ork verkleidet und ich hatte ohne Witz so Angst vor dem und der hat das gesehen und hat mich dann extra voll laut so angeschrien. Das war der Schock meines Lebens, der wirkte echt wie ein Ork. Ach, guck mal, hier ist Kratos Sohn. Ich habe ohne Witz den besten Platz auf der Messe gefunden. Was hast du Schönes erlebt bei Bandai Namco? Da habe ich was erlebt, was ich leider nie wieder erleben werde. Es sei denn, ich werde mal im Lotto was gewinnen. Für diesen
die haben so ein Racy da, ja. 60.000 Dollar. Ja. Und da haben sie, da kannst du Project 60.000 Dollar. Okay. Und dann hat Project Cars 2 und das mit VR. Das war wow. Das ist halt echt ein Rennauto. Ich hatte war der nicht Angst, schlecht? Ich hatte den Null. Ich hatte okay. Das erste Mal in einem Rennspiel Angst, irgendwo ranzufahren. Die Nino Kuni ist super cool, aber die haben halt, das ist relativ kurz, weil die haben zwei Bosskämpfe. Ah ja. Das ist nett, um das Kampfsystem kennenzulernen, aber du kriegst sie. Du bist halt nicht im Spiel drin. Ja. Also, davon musst du keinen so richtigen Eintritt. So, die Messe hat jetzt eigentlich schon zu. Wir haben aber jetzt hier noch so einen exklusiven Slot bekommen, um uns noch ein paar Spiele anzugucken. Und der Michael, der freut sich schon ganz dolle, endlich Forza im Racing Sea zu spielen. Der hat schon die ganze Zeit damit rumgenervt, dass er unbedingt spielen will. Und mal schauen, was wir da noch so Schönes entdecken können. Assassin's Creed. Hast du gespielt? Ja, mhm. Und es war cool. Ja. Es war cooler als gedacht. In der Pressekonferenz dachte ich ja noch, es hätte sich an dem eigentlichen Spielprinzip sehr wenig geändert und sie hätten einfach nur Erfahrungspunktesystem drumherum gebaut und Sammelkram drumherum gebaut. Aber sie haben tatsächlich den Kampf so verändert, dass er ein bisschen taktischer ist, dass man eher, dass du eher das Duell hast Mann gegen Mann, anstatt einer gegen irgendwie alle, wie so bei der Batman Arkham Serie es auch immer war. Die haben ja jetzt auch diese Gladiatoren-Arenen. Das hat man ja schon in dem Trailer gesehen und ich konnte auch einen Boss bereits in der Gladiatoren-Arena besiegen, also gegen den kämpfen. Der war jetzt ziemlich leicht zu besiegen, aber ich bin einfach mal gespannt, wie die das ganze Gladiatoren-Kämpfen im Spiel inszenieren werden. Weil im Trailer hat man schon gesehen, da wird da ja auch wirklich so ein Publikum sein und wirklich so wie damals bei den Römern. Und da erhoffe ich mir ein bisschen, dass es halt ein bisschen spannender wird. Es ist halt cool, man kann jetzt halt wirklich die Angriffe parieren und man muss wirklich um den Gegner so ein bisschen rumtänzeln und so. Da bin ich halt einfach gespannt, was da im Spiel noch geboten wird. Und die andere gute Sache war, dass das Schleichen tatsächlich jetzt eher so ein bisschen wie klassische Stealth-Action funktioniert. Zum Beispiel habe ich es erlebt, dass ich von Gegnern nicht etliche 100 Meter weit verfolgt werde, sondern die haben die Suche irgendwann abgebrochen, sind auf ihre Posten zurückgekehrt. Und wenn man in einen Bereich kommt, in den man eigentlich nicht rein darf, dann je nach Gegnertyp gibt es auch welche, oder je nach Wachtyp gibt es auch welche, die einfach nur stehen bleiben und gucken, die auf dich aufmerksam werden, aber die nicht gleich auf dich zustürmen und dich versuchen anzugreifen. Eine coole Sache übrigens, die mir gerade einfällt, ein sehr nettes kleines Detail. Ich habe an einer Stelle ein Floß geklaut und das Geile ist, ich glaube, das ist das erste Open-World-Spiel, in dem man das Float offiziell sich nur borgt. Den Typen habe ich nämlich nicht, hat er nicht einfach vom Floß geschmissen, hat das Ding genommen, sondern der hat sich halt vorne hingesetzt und durfte dann später damit weiterfahren. Fand ich sehr niedlich. Nach meinen Runden in Forza Motorsport 7, muss ich sagen, hat wieder mega Laune gemacht. Natürlich mit so einem Setup kann das natürlich nur Spaß machen, wenn man auch noch ordentlich durchgeschüttelt wird. Aber sonst hat sie ja die bewährten Forza-Qualitäten, fährt sich gut, sieht super aus. Jetzt noch mit dynamischem Wetter. Ich freue mich mega drauf.